komme gerade von der Veranstaltung vom Forum Zukunft. E-Publishing, Jobs für Alleskönner. War die Frage, hat Sokrates moderiert. Wir hatten die Katja Splichal von PaperC auf dem Podium, die Frau von Paprit Müller von Osiander und ich, Wolfgang Walz von Wiley4CR. Wir haben hier ein bisschen diskutiert, welche Probleme wir im Moment haben. Es gibt ganz viele Anforderungen eigentlich von den Verlagen. Die Verlage stehen ein bisschen hilflos da teilweise gegenüber diesen neuen Entwicklungen. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir mit dem personellen Material, das wir sozusagen haben, das wir draußen auf dem Markt vorfinden, wie wir die Kollegen einbinden können in alte, verkapselte, teilweise verkrustete Verlagsstrukturen. Das ist nicht immer ganz einfach. Die Kollegen sind teilweise relativ unerfahren, die haben technisch eine gute Ausbildung, aber sie müssen ein Stück weit lernen, sich in diese Gegebenheiten, in diese vorgegebenen Situationen einzufinden und zurechtzufinden. Und da müssen sie sehr flexibel sein. Sie müssen unheimlich kommunikativ sein. Sie müssen ein Stück weit bereit sein, immer zu kämpfen, zu verhandeln. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Also Sie können nicht sagen, okay, ich komme jetzt hier rein und drehe den ganzen Verlag um. Das wird nicht funktionieren, da werden Sie auf Ablehnung stoßen. Ich denke, es ist wichtig, dass Sie bereit sind, auch nochmal von vorne zu lernen, auch dieses ganze Schulische ein Stück weit zurücklassen und sich mit dieser Praxis auseinandersetzen. So mal als Statement.